Heute will ich etwas ganz Altes ausprobieren, was für mich aber noch ganz neu ist. Und zwar einen Eco-Print auf Stoff. Ich möchte nämlich diese wunderschönen Blüten und Blätter hier mit Hilfe eines Hammers auf Stoff übertragen. Und zum Bedrucken habe ich hier einmal diesen naturfarbenen Küchenbezug und diese sehr schöne Jute-Tasche hier. Finde ich ein bisschen schöner als so ein normaler Jute-Beutel. Ich habe euch die auch nochmal unten verlinkt und ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus. Also, was wir brauchen, ist eine harte Unterlage. Dafür habe ich hier dieses Holzbrett. Dann beginnen wir jetzt einfach mal mit der Tasche. Und an sich ist es, glaube ich, besser, wenn man den Stoff vorher wäscht. Bei der Tasche war ich mir nicht so sicher, ob sie dann einläuft. Deswegen habe ich sie nicht gewaschen. So, und ich weiß noch nicht genau, wie sich die Pflanzenfarbe verhält. Deswegen packe ich da ein bisschen Papier in die Tasche rein, damit es nicht so sehr auf die Rückseite durchdrückt. Und jetzt wird dekoriert. Petersilie. Soll nämlich auch sehr schön aussehen. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal so. Ich will erstmal ein bisschen ausprobieren und mit den ersten beginnen und dann kann ich das immer noch ein bisschen auffüllen und schauen, was gut funktioniert und was nicht. So, jetzt kommt das Brett hier erstmal vorsichtig drunter und ich fange jetzt einfach mal mit irgendeiner von denen an. Wir nehmen mal diese hier. Und ich habe ganz oft gesehen, dass es sinnvoll ist, das mit so einem transparenten Klebeband zu befestigen. Und jetzt wird gehämmert. Man sieht schon, dass der Saft da langsam austritt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ich ziehe das mal vorsichtig ab. Nice. Das sieht ja schon richtig schön aus mit den unterschiedlichen Färbungen. Also das hat funktioniert, dann versuche ich mal die nächsten. So, ich habe jetzt hier ein bisschen rumexperimentiert. Das hier zum Beispiel ist so eine Blüte gewesen, das finde ich noch ganz schön. Aber dieser braune Fleck hier, das war hier diese orangefarbene Gerbera. Also mit diesen großen wird es nicht klappen. Ich werde jetzt versuchen, das so ein bisschen zu kaschieren und dann vielleicht lieber die anderen zu benutzen. Also man muss echt ein bisschen ausprobieren. Ich werde jetzt diesen braunen Fleck mit so einzelnen Blütenblätter kaschieren und habe die Gerbera jetzt auch in diese einzelnen Blütenblätter hier zerlegt. Habe das jetzt alles hier mit dem Klebeband fixiert und werde weiter rum experimentieren. Ich habe jetzt ganz fleißig gehämmert und ich ziehe das jetzt hier erstmal ab, um eine kleine Bestandsuntersuchung zu machen und zu schauen, was gut geklappt hat, was nicht. Und dann kann ich die freien Flächen auch noch ein bisschen auffüllen. Denn manche Sachen, wie man sieht, haben auch gar nicht geklappt, leider. So, ich habe das jetzt alles abgezogen und wie man sieht, ist noch nicht so viel angekommen auf den Stoff, außer hier die Geranien. Das heißt, ich arbeite mich jetzt nochmal langsam durch und schaue, was gut funktioniert hat. Die Gerbera, die einzelnen Blätter haben ganz gut funktioniert und dann ja, probiere ich jetzt mal aus, je nachdem, was jetzt hier funktioniert hat und versuche, ein ganzes Blumenbild draus zu machen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen rumexperimentiert und das ist das Beste, was ich rausholen konnte, denn leider, obwohl diese Blumen aus dem Blumenladen, diese Gerbera und so, das alles so schön aussieht, das hat leider nicht so richtig funktioniert. Wie man sehen kann, das komplett zu drucken war ein echtes Desaster. Das war dieser braune Fleck hier in der Mitte und die einzelnen Blätter sind leider auch alle braun geworden. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Ja, also wenn es geht, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann nehmt frische Blumen aus dem Garten oder so. Ich habe so ein paar Blumen von unserem Balkon einfach genommen, natürlich nicht so viele. Und damit hat es halt viel besser geklappt. Also hier mit diesen Geranien oder mit den Petunien oder hier so ein paar Portulakgröschen, das hat auch geklappt. Also es ist wirklich weitaus besser. Und was ich auch getestet habe, das sind diese Kalanchonen in unterschiedlichen Farben, weil die haben so kleine süße Blüten. Und das ist auch ganz süß geworden, also wie man hier sieht. Das sieht auch ganz cool aus. Genau, also das war das Beste, was ich rausholen konnte. Den Kissenbezug, den werde ich jetzt auch nicht machen, weil mir leider einfach die Blumen fehlen. Also wenn ich irgendwann mal Zugang zu einem Garten habe, werde ich das nochmal machen. Ich finde es trotzdem eigentlich ganz schön für den ersten Versuch. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie fixiert man das eigentlich? So eine Tasche, die wird man ja nicht so oft waschen. Trotzdem wäre es natürlich cool, das noch zu fixieren. Und da gibt es
drei Möglichkeiten, die ich gefunden habe. Die erste habe ich schon verpasst. Da würde man vorher den Stoff in so eine Art Rostwasser einweichen lassen. Die zweite Möglichkeit ist ein Bad mit Essig. Und die dritte, und die werde ich jetzt auch einfach machen, einfach bügeln.